Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge Minecraft Revelation mit mir, eurem Lyria und Opa-Zockt. Mahlzeit! Genau. So, ich habe mit Opa auch über das Design gesprochen hier. Das werden wir, wir werden das hier nehmen. Corrosion Framed, allerdings werde ich jetzt für die Schisselblöcke wieder wegnehmen, weil Opa bei einem Experiment im Test herausgefunden hat, dass die nicht so performant sein sollen. Und deswegen kommen die wieder weg. 10.000. Nehmen wir mal einfach mal Cleanstone für. Die können wir ja auch so farbig. Du solltest dein Dings ausmachen, wenn du hier reinkommst. Ich habe hier gerade 40.000 Zertusquartz-Seeds auf dem Fußboden liegen, ne? Wenn du die im Inventar möchtest, dann viel Spaß. Oh, nee, Magnet ist aus. Cleanstone kann ich bemalen. Ja. Wie kann man das automatisieren? Weiß ich nicht. Gibt es was? Die Last. Moment. Die Steine lassen sich nicht bemalen mit den Schisselblöcken. Die Cobblestone lassen sich bemalen. Gibt es einen Block, der theoretisch das Zeug rausschmeißen könnte? Meinst du, der die Items direkt in das Wasser reinploppen lässt? Ja. Gibt es. Welchen? Ich weiß gerade nicht den Namen, aber den gibt es von Immersive Engineering. Kann ich dir sofort sagen. Moment. Fluid Outlet. Das Ding heißt Fluid Outlet. Nee, warte mal, das ist das Ding doch nicht. Moment, warte. Nee, warte mal, Fluid Outlet macht das mit Flüssigkeit. Ich weiß, dass es einen solchen gibt. Ja, ich hätte jetzt gesagt, der ganze Schien nochmal Dispenser. Ein Dispenser macht das auch, ja. Dispenser macht es auch. Und soweit ich weiß, kannst du auch einen Item-Magneten oder so ähnlich auch filtern, dass er einstellen kannst, was er rausziehen soll. Aber Dispenser braucht halt die ganze Zeit nur mal ein Redstone-Signal, ne? Das ist halt. Guck mal, ob du das rausfindest, was das für ein. Sonst könntest du noch mit Conveyors arbeiten, weil die lassen auch Items droppen. Da kommt's dort. Die sind auf der Vorseite. Gehe ich mal nacheinander durch. Schlecht. Ja, sonst wie gesagt, fällt mir da noch prompt das Conveyor-Ding ein. Wir haben kein Glas mehr.
Ich hatte mal einen Aufbau bei einem anderen YouTuber gesehen gehabt. Der hat das mit einem ME-System verbunden und hat die Items da rausdroppen lassen. Extracting Conveyor Belt. Extracting holt sie raus. Die Items aus Kisten und anderen Dingen. Haben wir irgendwo ein Pales-Display? Hä? Wer ist das? Haben wir noch irgendwo Pales-Crystals? Pales. Muss man craften. Das heißt, du möchtest irgendwas mit Actually Editions machen? Nein. So funktioniert das nicht. Was für Farben mit? Da steht aber. Jetzt geht es. Man soll das so machen. Schon draufschmeißen. Echt jetzt keine Goldnuggets. Opa, von Actual Editions, der Automatic Precision Dropper. Ach, echt? Ach, den baust du schon selber. Lass sie mal eine an. Kommen wir beide auf dieselbe Idee. Muss ich ruhig stehen bleiben, wa? Mach's doch von außen. Siehst du, guck mal, funktioniert. Ja, dann nehmen wir die Steine weg. Mach ich. Magnet einschalten. Warte, Achtung. Und Magnet aus. Dann brauchen wir nur noch einen Magneten, der das auch wieder rauszieht. Allerdings gefiltert, dass er weiß, was er rausziehen darf. Ja, dann kümmere ich mich mal darum. Ja, ich schau mal nach, was ich da habe. Vielleicht auch von Actuale. Gibt es sowas wie einen filterbaren Hopper? Keine Ahnung. Ranged Collector ist, glaube ich, ein Sammler. Mach doch mal zu da, ey.
Aha, aha. Geht das noch schneller, Kollege? Nicht, dass ich wüsste. Sieht aber schon gut aus. Ich brauche mal eine Redstone Torch. Aha. Was ist das? Ein Kollektor. Was macht der Kollektor? Der kollektet das, was in der Liste steht. So, es ist jetzt schon mal auf Netherquarzkristall und Zertusquarzkristall eingestellt. Gibt es noch einen dritten? Ja. Dann los. Funktioniert. Guck rein. Muss nur noch ausgezogen werden mit ME im besten. Genau so. Langsam fängt an, das Projekt Spaß zu machen. Ich kann den Müll da reinschmeißen. Genau, schmeiß den Müll da rein, weg damit. Er zieht schön brav für das raus, was er ziehen soll. Das Problem ist, wir müssten die Anlage ungefähr 4 bis 5 Mal machen, damit das Zertusquarzit nicht noch schneller steigt. Wieso steigt das so durchgehend? Weil meine Produktion einfach nur geil ist. Ach so. Ja. Hä? Hey! Ja, die Viecher, das ist so schlecht ausleuchtet bei dir da drüben. Das funktioniert. Painted Cobblestone gibt. Es setzt sich grafisch zusammen. Nämlich Painted Cobblestone. Also ich kann im Fahrstuhl designen, das funktioniert. So, Prozessoren 55.000. Woran scheitert es jetzt hier? Was nicht geht, ist egal. Oh. Ja, wunderbar. Ich glaube, deine Grains of Infinite Anlage ist kaputt. Was hast du denn jetzt wieder mit angestellt? Ja, keine Ahnung. Da kommt nichts mehr, da kaum noch was. Ich gehe nachsehen. Es sind nur einzelne Ausfälle, aber sonst läuft die Anlage. Okay. Also die Größe funktioniert. Oh shit. Ich habe auch sowas wie ein Failsafe eingebaut. Mehr als genug Feuerzeuge vorhanden. Guck mal bitte in das System rein. Einen Moment, ich muss kurz die ausgefallenen Dinger entzünden. Hier ist nichts ausgefallen. Hier auch nicht. Nö, war nur ganz wenige ausgefallen. Mhm. So, ein System. Was soll ich gucken? Capacitor Banks. Opa, ist das dein Ernst? Fast 1000 Vibrant Capacitor Banks. Lass voll auf. Warte erst mal bis 1000. Das sieht geil aus. Du musst den Scheiß ja nicht setzen. Oh, nein.
den Magneto. El Magnetos. Das ist nicht ein verschissener Ernst. Ja, finde ich geil. Man kann Cobblestone mit Schissel anmalen. Das ruckelt aber ganz schön. Ja, ich merke das selber gerade, was auch immer du gerade tust. Nichts. Das klang schon verräterisch. Ich mache wirklich fast nichts. Fast nichts. Okay. Okay. Opa macht fast nichts. Ich baue einen Fußboden. Was? Nichts. Du baust einen Fußboden. Mhm. Und das verursacht diese Lecks? Eventuell. Ah. Kommt drauf an, wie groß mein Fußboden baut. Kommen wir zur Kapazitorbank. Ja, einen Moment. Du hast nicht ernsthaft mit dem Wand draufgehauen, ne? Eventuell. Und Ender EO hat kein Problem damit, das zu erkennen, mit dem Wand draufzuhauen? Doch, hat es. Wie bebst du das jetzt? Was? Wenn du sagst, er hat ein Problem damit, das zu erkennen, wie behebst du das? Habe ich schon behoben. Deswegen hat es ja so geruckelt. Alter, die Batterie, die hat so viel Leistung, das ist unglaublich. Wir hatten eben 120 Milliarden, jetzt haben wir 152 Milliarden, dann haben wir 30 Milliarden F erweitert. Kranke Scheiße. Alter, der Atomreaktor, der kann da unten jetzt Jahre buddeln, damit er überhaupt die Batterie, der läuft jetzt wahrscheinlich Stunden, Tage lang, dass er überhaupt die Batterie mal voll machen kann. Wenn er das auch jemals voll bekommt. Der hat jetzt seit in 2 Stunden, also er macht pro Stunde etwa 10 Milliarden F, also 10 Milliarden pro Stunde ungefähr, die er füllen kann. Trotzdem frage ich mich, ich frage mich trotzdem gerade, wie viel Performance könnte dieser riesige Block an Capacitor Banks fressen? Gar nichts. Mhm. Der Regen verbraucht mehr. Ja, das glaube ich gern. Und schlafen gehen geht nicht, weil es ist noch zu hell. Alter, das ist Wahnsinn. Okay, welche Farbe soll dann das Haus haben? Ich glaube, ich baue das aus Wolle. Was? Oder aus Dirt. Alter, oder aus Obsidian. Nee. Nee. Weißt du was, ich nehme einfach... Ich weiß, aus was ich das baue. Aber davon haben wir mehr als genug. Woraus? Das ist so Abfallprodukt. Diamanten! Abfallprodukt. Traurig, aber wahr. Wir haben davon so viel. Na gut, ich habe es jetzt geschafft, mit der Anlage die Diamant-Ores um 20.000 nach unten zu bringen. Gut, dass dafür die Diamanten von 48.000 auf 150.000 gestiegen sind, ist eine andere Geschichte dann halt, ne? Opa, ich hätte eine bessere Idee. Hier, pass auf, ich habe eine bessere Idee. Wenn du Diamanten verwenden möchtest, hier, schau her.
Bau es nicht hier raus, das Haus. Ja, das sieht aber scheiße aus. Ey, was haben wir noch? Wir können Hölzerblöcke benutzen. Oder Karotten. Gestapelte Karotten oder so. Hm. Alter, wir haben so viel Auswahl. Wie wär's hiermit? Davon träumt jeder Minecraft-Spieler. Dass er genug Emeralds hat. Emeralds sieht aber scheiße aus. Endstone könnten wir auch nehmen, haben wir auch fast 1 Million. Dann aber ein bisschen umschisseln. Oh, wir nehmen einfach Draconium-Blöcke. Das sind die teuersten Blöcke, die es gibt. Guck mal, das hat sogar Animation. Was hältst du hiervon? Hat sogar Animation. Ja, guck mal, das hat sogar Animation in der Art raus. Ey, wer macht die Tür? Ja, toll, das steuert die Tür die ganze Zeit, ne? Welche Tür hat es gesteuert? Die Fahrstuhltür kann nicht damit gesteuert werden. Tja, och, ich habe keine Ahnung, was wir da nehmen. Du kannst sogar einen Factory-Block nehmen, weil ich einen Block weiß, der sich umschisseln lässt auf diese Farbe. Oh, hier, sowas nehmen wir. Auch mehr als genug. Guck mal, wer ist hier mit? Da lässt sich auch was bauen. Guck mal. Oh, warte mal, das ist eigentlich eine gute Idee. Passiert sowieso nichts, das Geschenk klauen. Chunk-Loading habe ich ausgemacht. Was? Ich muss mal weg. Passiert überhaupt nichts. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Was können wir da nehmen? Schwarz haben wir. Das haben wir. Das haben wir auch. Das haben wir auch. Hiermit. Wir können auch Skystone nehmen. Guck mal nach Skystone. Ne, davon haben wir nicht genug. Wieso nicht? 200 oder was? Ja, wir haben... Der hier zum Beispiel. Ich glaube, der sieht auch nicht so kaputt aus. Also hier. Ja, wie gesagt, davon haben wir nur 200. Wie kommen wir sonst noch an Skystone? Außer die ganzen Meteoroiden. Es sei denn, wir haben Bienen. Natürlich. Mit Bienen käme man dran. Himmelssteinziegel. Das sieht auch nicht so hässlich aus. Hier, guck mal, so ein Himmelssteinziegelblock. Oder? Ja, wie gesagt, davon haben wir halt nur 200 Stück. Ja, ich weiß, das ist ein Problem. Ich weiß noch nicht, wie wir drankommen sollten, außer eben über Bienen. Aber wie kommt man an einer Skystonernen Princess? Das dauert. Brauchst du eine irrsinnige, windige... Nee, Bienen...
scheißegal. Was willst du denn von mir? So. I singing in the rain. I singing in the rain. Auf jeden Fall sieht das schon mal nicht schlecht aus. Nein, also von außen soll man nicht ins Haus reinkommen, ins Batteriehaus reinkommen können, gehe ich mal von aus. Wie willst du da reinkommen? Ist eh nichts zu sehen halt da drin. Nö, nö, ist ja auch nicht. Also, da brauchst du keine Tür. Also ja, wie gesagt, wir müssen mal gucken. Ja. Ja, ich denke mal, ich werde mich mal wieder in meinen Keller begeben. Mach das, ich baue am Fahrstuhl weiter. Achso, warte mal, erstmal Pure Certus, 23.000. Ja, ja. Ah! Alter, ernsthaft? Ja. Ich habe mich hier in der Tür eingebaut. Im Türrahmen. Das muss man auch mal können. Das ist so aber lächerlich. Dass sie nicht bemalen ist. 1000. Lässt sich aus Obsidian keine hübschen Blöcke machen? Ja, ich hatte schon überlegt, Dings zu nehmen. Guck dir mal, drück mal auf Usage bei Obsidian, bei Schissel. Gerade nicht, ich muss mal ganz kurz was anderes machen. Ich glaube, ich brauche mich noch ein paar Turbinen hier hin. Also ich jetzt tatsächlich das Abfallprodukt namens Cobblestone brauche. Turbine. Rrrt. Wer schreibt mir um die Uhrzeit? Keine Ahnung. Oh, ich auch nicht. Was war das? Was? Der Aufzug ist abgehauen. Der mochte nicht mehr. Oh, hätte ich auch nicht. Ich überlege, ob ich nicht auch den Factory Block von Schissel um. Also auch bepinseln kann. Umpinseln, wie auch immer. Also einerseits denke ich mir, wenn das nur der Block ist, was Performance-Probleme verursacht, dann ist es damit gelöst durch das Painten. Andererseits denke ich mir, wenn das die Textur selbst ist, dann würde ich letzten Endes gar keine Änderung hervorrufen dadurch. Das kann richtig sein. Ach, haben wir davon nichts mehr oder was hier? Ist doch alles hier zum Kotzen, nichts mehr hier vorbereitet, Mann, ey. Das war der Falsche. So, dann nehme ich den mal hier raus. Den da rein. Du.
Bei den hinteren Turbinen, Ja. die man dann nicht sieht, da brauchen wir kein Gas mehr reinzupassen, oder? Wenn man da durchlaufen kann, würde ich jede Turbine sichtbar machen. Es sei denn, sie wird irgendwo in die Wand reingebaut, theoretisch, wo man nicht drumherum laufen kann. Dann brauchen sie kein Glas. Nö, die werden halt gut versteckt. Also eigentlich sollte man hier dann nicht mehr reingehen können. Also es ist alles dann nicht mehr sichtbar. Würde der Multiblock denn erkennen, dass es unsichtbar ist? Wie unsichtbar. Macht es performancetechnisch irgendeinen Unterschied, ob der jetzt durchsichtig ist oder nicht? Ob man jetzt die Turbine sehen kann oder nicht? Ja, würde ich Das jetzt mal heißt, der sagen. Multiblock erkennt, ob er durchsichtig sein soll oder nicht? Würde ich jetzt mal so sagen, ja. Ich glaube das nämlich nicht. Weil sonst wäre es ja egal, was du einbaust. Wird halt eine Zombie-Farm oder sowas, ne? Mann, jetzt hat mein Hals mal wieder einen am Apfel. Da brauche ich nochmal welche von. Das brauche ich gerade erstmal nicht mehr. Vor dem brauche ich gleich auch noch. Die Zahl sein, die ich brauche. Upsala. Lernt für die Zukunft, liebe Zuschauer, geht niemals mit einem Magneten in der Nähe einer solchen Maschine. Welche Maschine meinst du? Nix, nix, alles gut. Das Interessante ist, ohne Glas, der erkennt die den gar nicht. Ohne Glas erkennt er ihn nicht? Du hast das Ding doch in der ersten Staffel doch auch gebaut. Und das ohne Glas. Nee, warte mal, das hatte doch eine andere Mitspielerin damals gebaut. Der rote Schacht muss sind Teil. Ach so, ja, okay, deswegen erkennt das Ding nicht. Ah, Ach, jetzt lass mich brauche ich doch den Magneten rein. wieder. So. Haben wir noch diese, wie heißen die denn? Ach, diese komischen Coils, ach Mann. Nur die Coilblöcke. Louis-Cray-Blöcke müssten wir. Also, ich habe weiter keine gebraucht. Aber ich kann dir vielleicht welche herstellen, wenn du gerade nicht vor Ort bist oder kannst. Hast du die ich dir alle gegeben habe, auf komplett verbaut? Die habe ich verbaut oder zurück ins System geschubst? Im System sind keine. Nee, also ich habe in meiner Tasche nichts. Na dann. Okay, du craftest gerade, ich sehe es gerade. Wie siehst du das? Waiting for Server, daran vielleicht. Kann nicht sein. Nein, kann doch nicht sein. Wieso habe ich eigentlich so viele davon gemalt? Hä?
Wieso habe ich das eigentlich gemacht? Was soll denn der Quatsch? Das frage ich mich auch, warum du so einen Quatsch mal machst. Ja, das frage ich mich auch manchmal immer wieder, immer wieder. Nein, da gehörst du nicht hin. So, haben wir davon noch welche Turbinen? Ja, so, das sind jetzt die Schablonen, sage ich jetzt mal. Weg damit. So eine schöne Rotoren haben wir ja auch noch, ist ja wunderhübsch. Die mache ich später weiter. Erstmal alles für die Performance. Das wird eine Performance-Folge, liebe Zuschauer. Dann müsste ich dich ja vom Server werfen. Was? 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 Cobblestone, also habe ich da die richtigen. So, das Fahrschulhaus ist schon, also die Fahrschulhütte, sage ich jetzt mal. Die ist jetzt performisiert. Oh. Flux Power Tab. Die brauche ich natürlich auch noch zwei. Es gibt ein kleines Problemchen. Jetzt bin ich gespannt. Das kann ich jetzt nicht so erzählen. Oh. Ich würde sagen, du erzählst es mir aus auf der Folge. Wir sind am Ende angelangt, liebe Zuschauer. Ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ihr. Wir sehen uns zum nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Auf Wiedersehen. Aber warum geht das jetzt nicht? Warte ganz kurz. Ich hab Kacke. Was? Folge läuft noch. Ja, Kacke gebaut. Warte. So, jetzt. Also Folge noch nicht beenden. So, jetzt. Tschö. Okay, tschö.